Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fieber 2, Folge 58, an einem hoffentlich wunderschönen Mittwoch. Wir hatten letztes Mal hier so ein bisschen aufgehört, indem wir hier so die Linien so ein bisschen veräppelt haben. Ne, wir haben jetzt zwar hier immer noch irgendwie so Treibstoff mit rumfliegen mit 100, um die 100 noch was an Treibstoff, was jetzt durch die Gegend gefahren werden muss, weil die in dem falschen Zug drin waren. Das haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen geregelt. Bist du jetzt schon der Zweite, der jetzt hier ankommt und natürlich nichts mehr zu laden hat? Moment. Nein, nein. Stopp. Du fährst bitte zurück. Machst. Müssen wir Linie verwalten. Wir sind irgendwie von Haltepunkt. Und sagen ihm: Vollladen jeder Fracht. Mindestwartezeit. Na, 20 Sekunden sind 2 Minuten. Maximale Wartezeit 3 Minuten. Ist in Ordnung. So machen wir das aber erstmal. So. Weil du wartest, bis du Sachen mitnehmen kannst. Keine Lust, dass du so halb leer fährst. Weil der andere Zug ist ja noch immer hier unterwegs. Bist du das gerade? Nein. Aber ich bin mir sicher, der ist hier irgendwo noch unterwegs, der andere. Du vielleicht? Ja. Ja, guck mal, der muss ja noch mindestens bis da oben hoch. Das soll ja halbwegs ausgehen, finde ich. Und das ist ja hoffentlich die einzige Linie, die da einfährt in dieser, ja, da fährt nur eine Linie ein, der kann da auch schön warten. Nur wir vielleicht erhöhen wir das sogar nochmal. Vielleicht reichen 2 Minuten nicht aus, aber doch, ich glaube 2 Minuten sollten reichen. Wir gucken uns das mal an, aber 2 Minuten sollte hinhauen, dass das so ein bisschen sich ausmittelt. Und dann gucken wir mal gleich, welche Züge wir ersetzen können. Aber dass sich das hier so langsam aber sicher voll macht. Dass der nicht ganz so leer fährt. Guckt mal, jetzt ist da schon deutlich, deutlich mehr drin. Achso, nee, das ist ja... Ah, herrlich, ja. Guten Tag auch. Hier gucken wir mal, wann ich noch einen anderen Zug ransetzen können. Aber ich glaube, wir haben keinen, der mehr Bums hat. Ja, guck mal, da kommt. Der Güterzentrumzug. Warum ist alles rein? Ja, alles raus. Und guck mal, da wird hin und her geladen. Genau, perfekt. Zack. Müsste ja eigentlich bald losfahren hier. Gucken wir mal. Ja, ich hoffe, euer Wochenstart war genauso gut wie meiner. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mein Wochenstart gut ist. Ich weiß, was so etwa arbeitstechnisch bei mir anliegen wird. Das ist nicht viel diese Woche. Überschaubar. So, er macht sich jetzt auf den Weg. Das ist gut. Wo bist du gerade? Ja, du bist fast oben. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnte tatsächlich was werden. Dass sich das ein bisschen besser einpendelt. So, wie sieht es jetzt hier mittlerweile aus an den Bahnhöfen? Ja gut, hier
Aber es sind halt immer wieder unterschiedliche Züge, die voll werden wollen. Hier einen dritten Zug drauf, ich glaube, das lohnt sich nicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich. Wir müssten die nur weiter entlasten, indem wir andere Linien schaffen. Guck mal, hier haben wir auch schon sehr viel entlastet. Nur halt unser neuer Intercity, der natürlich. Könnten wir vielleicht einfach nochmal mindestens einen draufsetzen. Ja, mindestens. Der eine mehr wird jetzt kein Problem sein. Der wird sich auch gut füllen. So. Also, wir versorgen mittlerweile so ziemlich jede Stadt mit dem, was sie benötigen, so wie es aussieht, ne? Jawohl. Gut, hier kommt noch kein Werkzeug an. Werkzeug könnte man, glaube ich, noch verbessern, ne? Haben wir, glaube ich, auch. Wir haben hier neue Schiffe drauf. Oh. Oh, die kriegen nichts. Moment. Wieso kriegen die kein Holz? Hast du Holz geladen? Nee, weil wir hier Tanker haben. Ach du Scheiße. Warum sagt mir das keiner? Hallo, hallo? Na, nicht verdoppeln. Austauschen, sofort. Gegen. Gegen euch hier. Hier auch das falsche Schiff sitzen? Natürlich. Ah, Werkzeug ist eingebrochen jetzt, verdammt. Hier muss der Passant erstmal wieder hochgehen. Ah, Kacke. Na gut, hier haben wir jetzt zum Glück noch ein bisschen Holz, was unterwegs ist. So, jetzt hier wieder draufgesetzt. Oh Gott, bis das jetzt wieder in Ordnung ist, das dauert. Das war doof. Das war mega unglücklich gerade. Oh, das war jetzt echt unglücklich. Bis das jetzt wieder hochfährt, die gesamte Produktion, das dauert. Weil bis der hier wieder loslegt. Guckt mal, der fährt so langsam wieder hoch. Müssen wir vielleicht anders machen.
neue Linie von hier nach hier. Nenne sie erstmal nur Ersatz. Holz. Und setze sie. Mal, was jetzt besser abstellt und schneller abstellt, weil er eine neue Linie gekriegt hat. Aber manchmal hilft das, die Linie einfach neu zu machen. Aber scheint auch nicht so viel gebracht zu haben. Aber dich jetzt einfach... zwei Linien dran machen. Der dann wieder schneller nach oben. Da warten wir mal kurz, ob er es hinkriegt. Fährst du wieder? Ja, du bist immer noch in Ordnung, ne? Ja, da müssten wir vielleicht mal zusehen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Werkzeug zustande kriegen irgendwo. Das bricht auch gerade ein bisschen zusammen. Weil er halt die Produktion hier komplett runtergefahren hat, was wirklich echt für uns echt kacke ist. Das hat also auch nichts gebracht. Hier setzen wir das Schiff auch wieder... seine alte Linie zurück. Schmeißen die Ersatzholzlinie wieder raus. Aber ist sonst irgendwo Holz in der Nähe, wo wir schnell Holz rübergefahren kriegen? Da. Da haben wir fix Holz. Da könnte man die große Landstraße nehmen, die 100 hat. Ziehen wir jetzt hier ran. Und setzen jetzt hier den ran. Hier bauen wir uns sowas ran. Eine Plattform reicht, die muss aber schön lang sein. Kurze Wege wären cool, also so. Eben nur die Ampel hier ausmachen. Sagt er auch, da hat er eigentlich keine. Gut. Optisch sieht man aber, dass es anders ist. Und jetzt Linie.
Holz ins Sägewerk. LKW. Holz ins Sägewerk. Zack. Dann haben wir hier, glaube ich, Straßendepot, ne? Jawohl. Hiervon gleich 10 Stück. Und auch gleich LKW, Holz ins Sägewerk. Auf geht's. Zack. Müsste er jetzt ziemlich schnell hier das Holz auswerfen. Oder auch nicht. Holzproduktion jetzt kaputt. Oder muss er erst tatsächlich wieder komplett hochfahren? Nein, lassen wir es erstmal laufen. Kriegen wir schon hin. Ich wollte mir nochmal angucken, wie es oben beim Stahlwerk jetzt aussieht mit dem neuen. Was haben wir den angefahren? Kohle, Eisen? Eisen haben wir den neu angefahren, ne? Steine in die Ziegelei. Also hier liegt genug, der könnte ordentlich transportieren. Wo ist der Zug? Da ist er. Der ist auch voll, das ist super. Das funktioniert schon mal reibungslos. Und der geht auch schon ins Plus, dieser Zug. Nur die hier fahren wahrscheinlich ins Minus, ne? Ne, geht eigentlich. Wie sieht denn das generell aus? Haben wir so viele Minus? Ja, der fährt natürlich jetzt ins Minus, weil wir keine Werkzeuge haben. Der fährt ins Minus. Treibstofflinie fährt ins Minus. Seit wann fährt die Treibstoffmine ins Minus? Warum fährt die Treibstoffmine ins Minus, bitte? Was ist hier los? Habe ich die Linie auch zerschossen? Abfahrt, bitte. Was ist mit der Linie los? 1. Von Schneeberg nach Gifhorn. Jawohl. Von Gifhorn zum Wie von Haltepunkt, ja. Und warum wolltest du jetzt hier nicht mehr fahren, Kollege? Wo ist dein Problem? Weil du noch die anderen dabei hast?
Irgendwie benimmt sich gerade alles ganz schön komisch. Habe ich mit irgendwas tatsächlich die Linien hier gerade zerschossen? Wäre ja mega ärgerlich. So. Schon klar, jetzt hältst du hier gleich an, wirfst das ab. Lädst den Rest hiervon hoffentlich mit auf. Du fängst hoffentlich gleich wieder an zu produzieren. So, zack. Du hast jetzt das restliche Öl mitgenommen und wirfst es hier ab, ne? Und dann sollte eigentlich alles gut sein. Wo kommt ihr hier noch her? Das Meer hier. Ja, aber hier sammelt sich wieder, das läuft. Ja, du bist auf dem Weg nach oben, 2 Minuten noch, dann kommt das sogar fast hin. So. So, jetzt wirfst du hier eigentlich ab. Oh ne, du hast erstmal aufgenommen, okay. Jawohl. Das ist aber ein Problem, dass halt hier nicht so viel transportiert wird im Moment, weil halt der andere Scheiß hier so voll liegt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Super, das passt. Erholst du dich wenigstens so langsam? Na, 45. Ja, er levelt ab. Er lässt nach. Transportierst du jetzt? Na, 33. Dafür brauchen wir nicht so viele. Aber immerhin, es wird. Das. Wenn ich mir den Zug jetzt mal angucke hier, ihm hier, und sage, ich möchte die beiden bearbeiten. Können fahren 120, haben jetzt aber immer noch du, der mit der höchsten Zugkraft, jawohl. Ludmillas. So, guck mal, da fahren sie jetzt aneinander vorbei. Hier sollte jetzt gar kein Öl eigentlich mehr liegen. Jawohl. Okay, das geht sich aus. Passt. Läuft jetzt wieder. Er fängt an. Oh, hat schon hochgelevelt hier. Fängt an wieder richtig zu schrauben. Dürfte jetzt den Bedarf hochfahren. Genau wie hier eigentlich. Müssen jetzt eigentlich alle den Bedarf hochfahren. Ach, Mann, Mann, Mann. Nichts als Ärger und Stress. So. Wie sieht's hier aus? Hui, dieser Zug hier. Ist rappelvoll. Kein Problem. Kommt ein dritter dazu. Ich erhöhe jetzt einfach nur erstmal die.
auch hier Ritter dazu. Einfach mal das Risiko jetzt eingehen. Wir haben 8 Milliarden auf dem Konto. Wir brauchen uns hier um nichts mehr kümmern. Überall da, wo es knapp wird, schrauben wir jetzt einfach einen dritten Zug dazu. So, Rudolstadt. Überall, wo es knapp wird, schrauben wir einen dritten Zug dazu. So ist es, so bleibt es. Wie sieht es hier aus? Oh, der Fernbus. Ist das der Fernbus, der so voll ist? Jawohl. Haben wir denn da vielleicht schon was, was besser ist als... Ja, er fährt 50 und kann 25. 60, 80. Fernbus mit 80, natürlich geiler. Und dann vernehmen wir dann einfach... ein paar mehr dafür. Weil sind wir mal ehrlich, mit 80 schaffen wir mehr, nicht? Oh, hier staut sich aber auch gut. Hier sollten wir vielleicht mal vierspurig ausbauen. Wo es geht. Och nö. Komm, zieh durch. Also, wenn ich jetzt abstürzen sollte, wird die Folge für jetzt beendet werden. Und ich hoffe, er schreibt eine Crash-Datei, dass ich nicht schon wieder von vorne anfangen muss. Also, falls er jetzt weg ist, verabschiede ich mich schon mal für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da, das wäre super lieb. Und ansonsten sehen wir uns am Freitag wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen.